Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar Part 6 von The Dead Age. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und denkt daran, Leute, alle Entscheidungen, die ich treffe, sind fix. Man kann die nicht speichern, neu laden oder so, wenn ich sterbe, sterbe ich. Und deswegen gehen wir jetzt auf Reisen. Und wir sollen noch 2 Tage. Moment, dann können wir... Ja, das passt doch. Warte mal. Ha, in der letzten Folge habe ich nämlich den guten Jamal auf die Jagd geschickt, das ändern wir. Er macht Wächter. Wächter, Jäger, ja, das passt. Moment, dann nehmen wir Jamal mit in die Party. Und ja, ich könnte auch zu dritt los, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Reise. Tagsüber in den Wald. Und gehen wir genau, in den Wald jagen. Ja, sehen wir noch Level Ups. Auch nicht schlecht. Die wollen wir natürlich auch schnell ausnutzen. Empfindlicher Schlag. Eine Schlagkombination aus 2,370% physischen Schaden, erhöhter Schaden gegen benommene Gegner, einmal 120%. Ja, erhöht die physische Resistenz bei sich selbst um 50% für 2 Runden und erzeugt einen zusätzlichen Aktionspunkt. Ich glaube, das nehme ich mit. Ich nehme auch ihn hier mit. So, Jamal. Dann wollen wir dir mal im Nahkampf und hier einen reinsetzen. Ja, lassen wir das mal so. So. Dann wollen wir mal in den Kampf. Angriff auf sie mit Gebrüll. Aber nicht das, sondern... Ah, hier ist wieder ein Wandler. So, wir machen diese Kampfbereitschaft. So, dann durchbrechen bei dem Wüter. Warum zu spucken? Ich spuck ja auch nicht, auf den Ferkel. Wenn man das rumgesabbere. Wir machen den empfindlichen Angriff mal auf den Wüter. Ah. 54. Hier ist nur 31. So. Wir hatten dann noch 57 auf den Wüter. Wir machen das nochmal. Katzenpipi. Weg mit dem Vieh. So. Wir durchbrechen. Uneffektiv. Nee. Und zwar hat sie auch noch geblockt. Was ist das für ein Super-Zombie, ey? Nee. Wir wollen noch normal angreifen. Nein, jetzt wird der Pistole angegriffen, ich Trollo. Wir müssen auch unbedingt mal bessere Items herstellen. Damit wir bessere Rüstung bekommen. Pistolenmunition. Ja, die nehmen wir. Die Gruppe erreicht einen verlassenen Campingplatz, der ideale Ort, um Snacks, Nahrung und Ausflug zu finden. Plündern! Und Fallenteile. Eben noch eben verkauft. Oder was ist diese Folge? Letzte Folge? Weiß ich gar nicht. Letzte Folge war's. Und das haben wir sogar wiedergefunden. Sehr schön. Also nochmal. Ne, Krankenschwester! Hielt's euch! Jawohl! Auf sie mit Gebrüll! Aber erstmal Sanitäter. So, durchbrechen, Krankenschwester. Sauber. Das vergiftet die uns auch, die alte Schrapnelle. Hey. Wie mache ich das? Rucksack. Medizinische Hilfe.
Softdrink. Nee, aber er hat doch hier. Was ist halt, rüstest du dich mit einer medizinischen Munition aus, um die Skills des Sanitäters nutzen zu können? Super. Ich dachte, da kann man sie heilen. Na gut. Auf sie! Ja, mal eben 70. Der untote Wolf wird auch mal durchbrochen. Sehr schön. Komm, auf ihn. Naja. Naja, war nicht so toll der Treffer. Aber dafür ist er jetzt down, hoffe ich. Wen haust du mal? Wolfsbekämpfer, yeah. Materialien, sehr nice. Du entdeckst einige Hirsche. Auf die Jagd gehen. Hier haben wir mal, mach du mal. Was für ein Fang, sehr nice. Das war mal eine erfolgreiche Jagd. Wir können eine Menge Rationen sammeln. 100 Erfahrungspunkte bekommen, 2 Werkzeuge. Familie. Reden wir doch mal von Mann zu Mann. Was ist mit deiner Familie los? Ihr seht schon, wohin das führt. Ein echtes Männergespräch hatte ich auch letztens mit meinem Sohn, als er seine erste Freundin bekam. Sohn? Oh, du hast einen Sohn? Jetzt nicht mehr. Die Zombies haben ihn erwischt, mitsamt seiner Freundin. Die blöde Kuh hatte ihn zu sehr mit ihrem Gekreische abgelenkt. Und nein, spar dir dein Mitleid. Hab ich mir von jedem Typen angehört, dem ich davon berichtete. Ja, ich habe auch eine Familie verloren. Wahrscheinlich jeder im Camp. Aber wir müssen irgendwie weiterleben. Ja, zum Beispiel mit einer guten alten Flasche Whisky. Na gut, immerhin haben wir jetzt genug Fleisch für unser glorreiches Camp. Lassen wir uns das schmecken, bis wir gnadenlos untergehen. Ja, wollen wir erstmal nach der Frau fragen. Gibt es denn noch eine Hoffnung für deine Frau? Wo befindet sie sich? Erzähl schon, Mann. Irgendwo in der Stadt wird sie schon aufhalten. Aber kein Schwein kommt da rein. Diese blöden Punkpisser haben sich da schwer bewaffnet eingenistet. Es gibt noch Hoffnung, Jamal. Der Sheriff versucht, einen Weg in die Stadt zu finden. Und wenn es soweit ist, werde ich dir helfen, nach deiner Frau zu suchen. Deine Worte, Gottes Ohr. Jagd. Zufrieden mit der Jagd? Ja, nicht schon ziemlich ordentlich. Sonst noch Fragen? Nö. Okay, dann sind wir hier erstmal fertig. Können uns überlegen, ob wir weiterziehen oder ins Camp zurückkehren. Ja, ich mach noch einen. Ein bisschen können wir noch. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Heal-Stuff. Ja, gehen wir auf den Wolf. Kackvieh. So, komm her, du Vieh. 76, kann ich wahr. Und tschüss. Dann durchbrechen wir dich einfach nochmal. Uneffektiv, ja. 57 ein Crit. Sehr schön. Jo, sehr schön. Weg bist du. Waffenteile. Medizinische. Wir benutzen das hier einfach. Nein, was mache ich da? Ich wollte zurück. Die Gruppe erreicht einen Kampf zwischen einer ängstlichen, kreischenden Frau und einer Horde Zombies. Der Gruppe bleibt keine Wahl zur Flucht, da die Untoten euch schon gewittert haben. Hier ist irgendwer, eine Zivilistin, die hat 60 Leben. Ja, wie soll ich die schützen? Wir machen Sanitäter als erstes. Okay. Wir durchbrechen den Wüter. Schaden kriegen.
So, Angriff auf den Wüter. Wir sind vergiftet. Was heißt das hier? Vergiftung erleidet 50% Giftschaden für 4 Runden. Senkt die Wahrnehmung. Ja, drauf auf den Wüter. Ich würde dich schon gerne retten. Aber das ist ja fast unmöglich. Ja. Wie kann man bitte einen Schuss blocken? Pass doch auf, Ataboom. Ja gut, was soll ich denn machen? Meine Güte. Komm, hau rum. Was soll ich mit einer machen, die 60 Life hat? Tja. Weg mit dem Vieh. Ach ja, war ja Welle. Und noch ein Güter. Ach du Scheinteister. Na, ich bin tot. Ja, vielleicht überleben wir das ja noch. Aber nicht, wenn er immer auf mich geht. Dann durchbrechen wir den Wüter mal. Das war gerade richtig dumm von mir. Also, vielleicht können wir es noch schaffen. Reflexspritze für 4 Runden im Kampf. Ja, nehmen wir. Rückkehr. Jo. Tag 8. Ey, manchmal weiß man gar nicht, was man machen soll. Wir haben 3 Nahrung gefunden, 4 Materialien. Es wurden 5 Nahrung gejagt. 7 verbraucht. Das heißt, wir haben 1 Nahrung gemacht und ein Werkzeug wurde verbraucht. Na gut. Plünderer haben einen heimlichen Einbruch auf das Camp verursacht. Sie haben nur wenig mitgenommen. Ich hatte extra 2 Wachen aufgestellt. Weil mehrere Wachen aufgestellt haben. Nee. Sie haben ein Material, 2 Nahrung und ein Werkzeug gestohlen. Ja. Trish hat es sich auf deinem Bett gemütlich gemacht und strahlt dich an. Sehr gut, Antwort. Ich hätte nicht gedacht, dass du Jamal wieder in gute Stimmung bringen könntest. Er war heute ein richtiger Kavalier und hat mir bei meiner Arbeit geholfen. Ja. Ja, mir gehen langsam echt die Items hier aus. Habe ich dir gesagt, konnte ich nicht herstellen. Ich kann echt nichts machen. Leute, ich krieg so viel Fresse. Können wir irgendwas klamottentechnisch herstellen? Nein, können wir nicht. Mehr Schutz. Was fehlt denn? Materialien für... Für eine Hose zum Beispiel fehlt uns nicht mehr viel. Moment. Händler können wir... Ach, mit Fallen spiele ich jetzt sowieso nicht. Deswegen verkaufe ich mal 2. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Materialien. Noch einen Tag. Okay. Zurück. Job können wir, aber nicht mit uns. Macht das Jamal. Eine Jeanshose vielleicht herstellen. Ach, können wir nicht, weil uns hier das hier fehlt. Soll ich auf Hose wenigstens herstellen? Ja, komm, gönn dir schon mal. Ja, ja. So. Nein.
Mach du mal Wache. Wir können nicht, weil uns hier der Verband fehlt. Bäh. Okay. Wie können wir das am besten machen? Mit ihm. Geh du auf die Jagd. Job. Ja, bleibt uns nicht alles übrig. Wir werden. Da können wir ja wieder nichts machen. Dann gehen wir auch auf die Jagd. Bleibt uns nicht alles übrig. Wir haben 13 Nahrung gefunden. Wir haben einen Gegenstand erschaffen. 8 verbraucht, 10 Materialien und 4 Werkzeuge. Jo. Trish schätzt sich zu dir, aber ihre Miene sieht nicht gut aus. Du hättest auf Liz besser aufpassen müssen. Wer soll sich jetzt um ihre schwere Verletzung kümmern? Wer die Medicals kraften? Wenigstens hat es der Sheriff noch geschafft. Ja, was soll ich machen? Du weißt nicht, was du ihr entgegnen sollst. Du sagst besser gar nichts. Es wird Zeit, sich mehr anzustrengen. Der Sheriff hat einen neuen Überleben gefunden. Sie war in Eile und erholte sich gerade außerhalb des Camps. Irgendwas an ihr ist seltsam. Lass uns gemeinsam außerhalb des Camps treffen und dann besprechen wir das. Ja, aber nicht jetzt, weil ich vorher ins Inventar wollte. Kann ich das so machen? Ja. 2% mehr. So. Dann wollen wir mal den Händler aufsuchen. Mal gucken, was er so neue Waren hat. Ein Medizinbeutel. Was macht er? Ich find's doof. Eine Schrotflinte. Kleidungsaufrüstung. Kit. Ja, ich weiß nicht. Ja, da ist das so eine Freizeithose angeboten, das ist ja ärgerlich. 24 Werk? Willst du mich verarschen? Wir haben gerade mal 5 Materialien, keine Werkzeuge. Alles verkaufen, komm weg. Reicht trotzdem nicht. Ich will gerne wissen, was das macht, Medizinbeutel. Halt 50%, steht da. Ja, aber dafür alles opfern? Ja gut, wir können nicht auf Jagd gehen, wir können nichts machen, ist das Problem. Ja, geht das noch auf Jobs. Moment. Wir schicken Hank auf Patrouille. Nee, Quatsch, Bill auf mit Patrouille. Hank schicken wir jagen. Lydia schicken wir auch jagen. Wie viele Namen haben wir? Namen haben wir jetzt erstmal noch ein paar. Wir kriegen ein bisschen was rein. Dann mach lieber auch noch Wächter. Und du auch auf Wächter. So. Was kann er noch machen? Was kann er noch machen? Nicht wirklich viel. Fisch hat es eilig. Du solltest sie nicht warten lassen und das Campgelände gehen, sonst könnte es zu Ärger führen. Ja, ja. 3 Wellen. Als du das Campgelände betrittst, wirst du mit einem großen Chaos überrascht. Dexter mag es nicht gerne sehen, wenn sein Mädchen einfach davonläuft. Und was kümmert es dich? Das sind private Angelegenheiten zwischen mir und Dexter. Ich brauche eine Pause für mich. Und deshalb hast du dir direkt neue Freunde gesucht, hä? Das kannst du vergessen. Entweder du kommst mit oder wir zwingen dich dazu. Nur über meine Leiche. Sie ist jetzt ein Teil unserer Gemeinschaft. Lauf weg oder ihr seid erledigt. Wir haben unsere Befehle. Sie sind in der Überzahl. Nutze daher unbedingt meine Fähigkeiten.
Erste Hilfe. Auf mich. So, wir gehen in den Nahkampf. Wir durchbrechen erstmal den ersten Krieger. Kann der K.O. machen. Gut, wir nehmen die Kriegerin. So, Streuschuss. Hey. Hey. Nur auf die Frauen. Gibt's ja gar nicht. Die armen Dinger, die. So, dann. Nee. Wollen wir auch nicht verballern. Oder? Ja, komm. Sehr schön. Dann. Kampfbereitschaft. Streuschuss. Jo. Jennifer dürfen wir nicht verlieren. Komm, wir gehen rauf. Weg mit dem Vieh. Okay. Dann machen wir den hier. Na, super uneffektiv. Nee. ...35 ist in Ordnung. Ein Critical, das hat sie. Senkt Reflexe um 75%. Achso. Was sagen die Lebenspunkte? 6. Ja. Könnten wir eigentlich nochmal Erste Hilfe auf Otter machen? So, auf dich. Zack, zack. Welle 2 von 3. Lass mich mal trinken. Eine Rächerin. Eine gewaltige Salve. Und wir können einen Nahkampf K.O. machen. Okay. Ja, warte mal. So, wir durchbrechen. Die Rächerin. Uneffektiv. Nee. Okay. Okay. Geh mal auf die Frontkämpferin. Tanksbekämpfer. Woo! Und. Leer. Das sollte ja rein. Nein, wegen 3! Okay, 15 Schaden dafür. Ratte. 90er Crit. Alter, die geht ja ab. Ah, das sind verdammt viele. Und wer ist überhaupt dieser Dexter? Ich bin übrigens Atabun. Schön, dich kennenzulernen, Atabun. Dexter ist mein eifersüchtiger Ex-Freund und dummerweise auch der Anführer der Punks. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Was haben wir denn? Muss man sie heilen? Gerade nicht. Deswegen machen wir eine brennende Salbe. Oh, so ein Crit war auch dabei. Nehmen wir den Frontkämpfer. Ach, ich hätte vorher von der Mutti geil. Schrot, Streuschuss, alle, zack. Ein Peinschuss. So. Wie er wegfliegt. Rausgepatcht. Super. Hey. So, Sanitäter. Auf, Ada. Ja. Okay. Hat nicht gereicht. Das hat aber gereicht. Gucken, was wir finden. Pistolenmunition. Diese Punks sind erledigt. Wir sollten darüber reden. Jennifer, werden Sie wiederkommen? Dexter wird keine Ruhe geben. Diese Punks sind erbarmungslos. Ich werde euch aber dabei helfen, sie uns vom Leibe zu halten. Wenn ihr mich lasst.
Wie konntest du denn so jemand als Freund haben? Verstehe ja jemanden, die Frauen. Ja? Tja, dann könnt ihr jetzt gerne die Wahrheit erfahren. Ich bin ein Cop und arbeitete undercover. Praktischerweise hat sich der Boss der Bande direkt in mich verliebt. Nimm mir das bitte nicht übel, Süße, aber deine Geschichte ist schwer zu glauben. Schau mich an. Meine Kleidung, hier ist meine Marke und mein Ausweis. Hätte ich alles im Wald versteckt und mir zurückgeholt. Okay, das sind überzeugende Argumente. Schön, dass du jetzt dabei bist, Jennifer. Ich fürchte, wir brauchen eine Pause. Wir sehen uns später. Jo. Sechs Nahrung erhalten, aber neun verbraucht. Ja, wir kriegen immer mehr Leute. Das ist irgendwo ein bisschen unpraktisch. Weil diese Leute auch mehr Ressourcen verballern und so weiter. Naja. Aber mal schauen, was uns denn noch so alles widerfährt. Also Trish hätte ich gerne mal so dabei. Die kann super heilen. Und hier und da. Aber naja, gut. Kann man wohl nichts machen. Was wir aber machen können, liebe Leute, ist jetzt hier einen Cut setzen. Denn, das ist wieder mal Zeit, Goodbye zu sagen. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann könnt ihr euch was Leckeres da lassen. Ich würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich auch wieder im nächsten Part. In diesem Sinne, haut rein, Leute!